Ja, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anstoß Online. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil wir im österreichischen Pokal unterwegs sind und uns jetzt live das Spiel der zweiten Runde ATL Klagenfurt gegen FC Neusiedl am See anschauen werden. Und ich bin total gespannt, wie es sein wird. Das ist jetzt gerade zu Ende gegangen und ja, ich schaue jetzt wieder mit euch zusammen das Spiel an. Klagenfurt ist halt, muss man sagen, Zweitligist, ne? Und ja gut, die sind jetzt nicht so gut gestartet in die Saison, haben, glaube ich, die ersten Spiele, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon einen Punkt geholt haben. Ich glaube, die haben alle Spiele verloren. Ihr seht, bin ich gut vorbereitet. Also sie waren nicht gut auf jeden Fall. Sie haben auch keine gute Mannschaft eigentlich, bis auf ein paar gute Spieler halt. Und ja. Es ist halt die Frage, schaffen wir es irgendwie eine Sensation hinzukriegen oder hauen uns die paar guten Spieler, die die haben, die Bude so voll, dass wir einfach hier ein 5 zu 2 erleben oder so. Das werden wir halt sehen. Klagenfurt haben wir, glaube ich, einmal in der Historie gegen gespielt und 2-0 verloren. Ich weiß es gar nicht, ich will jetzt gar nicht hier draufklicken, weil ich irgendwie Schiss habe, dass ich doch irgendwie das Ergebnis sehe. Aber eigentlich, wenn ich jetzt auf Klagenfurt klicke, müsste ich doch die Mannschaft sehen können. Ich mache es jetzt aber nicht, weil ich einfach mich nicht verklicken will und weil wir das Spiel zusammen gucken wollen. Also ich erwarte Klagenfurt in einem 4-3-3, weil einfach genau das die paar Spieler sind, die guten. Also die haben 7 gute Spieler und 4 davon sind in der Abwehr, 3 im Mittelfeld und 3 Stürmer. Und ja, wir haben uns mit einem 4-4-2, einer stabilen Abwehr, aber auch wollen wir uns nicht verstecken, deswegen 2 Stürmer auch. Wollen wir halt so gut es geht dagegen halten und ja, wir gucken mal jetzt gleich, wie es, ob es klappt oder ob es nicht klappen wird. Ne? Mal schauen. Wir spielen halt in Klagenfurt auch noch, ne? Das ist halt auch noch mal ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, aber ja. Wir hauen auf jeden Fall alles rein und werden gucken, dass es irgendwie am Ende vielleicht zu einer Sensation reicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Neusiedl jemals. Müsste ich jetzt echt stark überlegen, ob ich persönlich mit Neusiedl jemals in der dritten Liga, ach, in der dritten Runde war im Pokal. Oder ob Neusiedl generell in der dritten Runde im Pokal schon mal überhaupt war. Ich glaube, einmal waren sie schon mal in der dritten. Ich weiß aber nicht, ob es mit mir war oder mit jemand anderem. Werde ich aber zum nächsten Video nochmal rausfinden. Wenn ich wieder was Neues mache, dann sage ich euch da nochmal Bescheid. Schöne Grüße nochmal an Romana, die wohnt nämlich in Klagenfurt. Schöne Grüße. Ich hoffe, ich kann dich heute Abend ein bisschen ärgern. Mal gucken. Okay, Leute, dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Zweite Runde Pokal. ATL Klagenfurt gegen FC Neusiedl am See. Los geht's. Also. Oh, das überrascht mich jetzt einigermaßen, dass Klagenfurt auch mit einem 4-4-2 antritt. Ja. Kann man so machen. Also, jetzt sind wir sogar taktisch und systemtechnisch auf. Ja, treffen wir zwei Systeme gleichermaßen aufeinander. Das macht es noch interessanter. Also, ich habe irgendwie das nicht erwartet, muss ich gerade sagen. Merkt man auch wahrscheinlich. Aber ja, im Nieselregen vor 6.300 Zuschauern. Schiedsrichter, Heimschiedsrichter, das fängt ja schon gut an. Ja, dann schauen wir doch mal. Wie es geht. Anpfiff in Klagenfurt. Auf ein spannendes Spiel. Ja, das fängt ja auch schon gut an. Direkt Chance für Klagenfurt. Aber den kriegt keiner mehr. Gut. Ja, der Vorteil kann natürlich sein, weil Klagenfurt nicht so viele gute Spieler hat, dass sie einfach in der Liga auch immer die gleichen haben spielen lassen und irgendwann sind die natürlich auch mal platt, die Jungs. Ne? Ich hatte jetzt den Vorteil, ich habe auch ein paar gute Spieler, aber halt nicht so viele. Aber ich kann die immer mal wieder, dadurch, dass der Kader halt relativ breit und gut gefächert ist, kann ich halt immer wieder auch mal da rotieren und so. Und deswegen, also vielleicht kann das noch eine auf die Frische nachher ankommen, natürlich, besonders je länger das Spiel dauert. Ne? Kommt Zakani, hol den Ball wieder? Nein. Erste gefährliche Chance für Klagenfurt. Jetzt Raunich legt ihn auf den anderen Fuß. Spitzt den Ball über Moldaufs Tor. Oh, ins Stolpern gekommen. Sehr gut. Glück gehabt.
Da war die erste heikle Situation. Erste gute Chance für Klagenfurt. Ja, das werden wir nicht vermeiden können. Ne? Das ist logisch. Klagenfurt geht hier als klarer Favorit ins Spiel. Jetzt eine Chance für uns. Sehr gut. Soran Watt. Nein, da rollt der Ball ins Aus. Ja, immerhin zeigen wir uns mal. Das ist gut. Das ist auch das, was wir wollen. Und was wir auch müssen, wenn wir irgendwie hier erfolgreich sein möchten. Ne? Deswegen schauen wir mal. So, wir haben bald die erste halbe Stunde rumgekriegt und es steht noch 0 zu 0. Und bis jetzt nur eine sehr gute Chance für Klagenfurt. Aber jetzt 30. Minute. Klagenfurt. Soran Watt lässt sich ausspielen. Saldamando. Abseitsverlag nicht funktioniert. Das sieht schon wieder gefährlich aus. Hinterseher bekommt den Pass. Ich glaube, der war gut. Bitte nicht. Nein, 1 zu 0 für Klagenfurt. Ach, da ist Mauler geschlagen. Ja, das ist halt das Schwierige, ne? Klagenfurt, die, wie gesagt, die haben nicht so viele, aber die, diese haben, die sind halt bärenstark, ne? Das sind Zweitliga, also. Ja, da kommt schon der nächste Angriff. Der sieht auch wieder sehr gefährlich aus. Papadopoulos köpft, da ist der Ball im Netz. Oh, doch, er hat davor den Keeper behindert. Also kein Tor für Klagenfurt. Wow. Das war fast das 2-0. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht, ja, sehr schön, im Mittelfeld den Ball abgefangen. Wir müssen jetzt natürlich übelst aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht das zweite fangen, weil ich glaube, nach dem 2-0 wird es richtig schwer, wieder ranzukommen. Aber Klagenfurt ist gerade voll am Drücker. Das ist echt schwierig. Lucy Maxi, komm, lass dich nicht so abdrängen, Junge. Krieger geht dem Ball entgegen, lässt sich am Torschuss nicht mehr hindern. Der Ball ist lang unterwegs und schlägt im langen Eck ein. 2 zu 0 für Klagenfurt, ja. Ich glaube, das wird schwierig, ehrlich gesagt. 2-0 kurz vor der Halbzeit. Wir haben eine zaghafte Chance gehabt, nennen wir es Chancien, sozusagen. Und Klagenfurt rollt schon wieder los. Notat. Oh, Leute, jetzt wird's bitter. Ey, 3-0, einfach den Torwart umkurvt und vor der, wirklich mit dem Halbzeitpfiff noch das 3-0 für Klagenfurt. Meine Güte, ich muss sagen, ich könnte gerade echt ausrasten, das hier, ey. Also man kann, klar, ne? Man kann verlieren, man kann auch gegen starken Gegner mal, ne, 1-2 reinkriegen, aber so ist jetzt schon echt übel gerade. Das geht gar nicht. Wir haben noch nicht mal eine gefährliche Chance kreiert irgendwie. Vielleicht jetzt mal. Herrland, ich sage immer Herrland, spielt immer hoch zu Zakani, legt ihn sich zurecht. Komm, Zakani, du kannst das, Junge. Außenpfosten. Ah, oh, Mann. Wäre der drin gewesen, jetzt zu Beginn der Halbzeit sofort, ey. Dann wäre vielleicht noch mal was gegangen. Ärgerlich. Vor allem, der kann schießen eigentlich. Zakani ist gut. Der kann das. Normalerweise. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Ja, jetzt kommen unsere Wechsel. Wangermann, unser, ja. Man kennt ihn mittlerweile, wenn man Neusiedl kennt, weiß man, wer Wangermann ist. Der ist wirklich immer für ein Tor gut. Und meistens besonders, wenn er eingewechselt wird. Also Maxe, der gefällt mir auch gar nicht heute. Der lässt sich so austricksen die ganze Zeit da. So, Braun kommt für Knauß. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr guter Wechsel. Wieder Klagenfurt, ey, ich glaub's nicht mehr. Ja, Gösel, der sollte eigentlich auch noch jetzt gleich ausgewechselt werden. Dieser Krieger, der geht auch bei uns durch, als wären das irgendwie Slalomstangen, ne? Läuft auf den Torwart zu und. Oh, kann den Ball nicht mehr im Tor unterbringen. Boah, Klagenfurt, immer wenn die kommen, das endet meistens in super gefährlichen Chancen. Das ist echt heftig. So, kommt, Leute, ey, ich wenigstens hier einen Ehrentreffer. Komm, machen das. Oh, Papadopoulos aufmerksam. Jetzt Klagenfurt mit den Wechseln. Oh, guckt euch solche Wechsel an, ey. Ein 6,9er für 6,9. Ja, Junge, da kann ich von träumen, ey. Das sind Spieler. Das sind andere Sphären einfach, da können wir nicht mithalten.
Unser Bester ist, glaube ich, Andy Mulder, den ich diese Saison verpflichtet habe, mit 6,8. Und alle anderen sind ja im mittleren Sechserbereich und so. Also die guten von mir. Klagenfurt hat Spieler, die sind über 7, 7,7, 7,1 und so weiter. Also da, wie gesagt, ist schon klar, dass man hier einen auf die Mütze kriegt. Aber ich hätte mir gehofft, dass wir ein bisschen anders auftreten und ein bisschen mehr dagegen halten, auf jeden Fall. Das ärgert mich halt noch ein bisschen. Jetzt hauen die bestimmt noch einen Freistoß rein. Ich glaub's nicht, ey. Ja, das hab ich, irgendwie hatte ich so ein Gefühl. Soldamando macht das 4-0 für Klagenfurt. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo es darum geht, Charakter zu zeigen, ob man sich jetzt hier abschlachten lässt oder ob man noch irgendwie dagegen hält. Scheinbar geben die mir gerade die Antwort. Ey, wenn du jetzt auch den Torwart austrickst, ne? Das ist doch nicht zu fassen, ey. 5-0 oder was? Oder habe ich das jetzt falsch gelesen gerade? Ja, 5-0. Der Ticker kommt gar nicht hinterher. 74. 4-0, 75. 5-0. Unglaublich, ey. Ich bin jetzt sauer, echt. Ohne Scheiß. Sowas bockt nicht. Die sollen zweite Liga sein, ja, können sie auch, aber wir können hier nicht uns so fertig machen lassen. Das geht gar nicht. Nicht mal ein Tor, nicht mal. Ey Leute, ohne Scheiß, 5-0 reicht jetzt echt. Weitergespielt auf Hinterseher, bekommt den Pass, versucht den Keeper zu tunneln. Oh, Maul da. Ein Ball hat er mal gehalten, super. Und direkt die nächste Chance, wo er einen gehalten hat. Kriegt er direkt wieder einen drauf, ey. Oh, Arnold Braun behält den Überblick. Ja, komm. Schnell das Spiel irgendwie rumkriegen. Keins mehr reinkriegen. Und dann haken wir das Spiel hier ganz schnell ab, ey. Wo es abpfifft. Ja, Max holt sich noch die gelbe ab, natürlich. Ja. Was soll man sagen? Die Sensation ist ausgeblieben, wie man sieht. Wir waren nicht mal annähernd dran. So kann es halt laufen, ne? Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Also ich habe echt gedacht, wir können ein bisschen länger mithalten zumindest. Und vielleicht, wenn das Spielglück ein bisschen da ist, dass man vielleicht irgendwie in Führung geht und dann eine Sensation hingebogen bekommt. Tja, schade. Sorry an alle Neusiedl-Fans, die jetzt mitgefiebert haben oder so. Ich wünschte, das Ergebnis wäre anders, aber tja. Gratulation nach Klagenfurt auf jeden Fall. Schöne Grüße nochmal nach Klagenfurt. Heute war leider nichts zu machen, kann man nicht ändern. Wir haben es ja versucht, aber ich glaube, wir können das deutlich besser. Und das müssen wir halt im nächsten Ligaspiel schon wieder zeigen, wenn es gegen Oberwart geht. Nächsten Samstag. Auch dieses Mal wird nicht Geschichte geschrieben und Neusiedl fast schon wie immer, kann man sagen, fliegt in der ersten oder zweiten Runde dann im Pokal halt raus. Das sind wir dann hiermit so somit auch und ja, viel Glück für Klagenfurt für die nächsten Runden. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen weiter, dann kann man sich wenigstens ein bisschen glücklich fühlen, dass man wenigstens gegen starken Gegner verloren hat, der noch viel gerissen hat nachher. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch, dass ihr dabei wart und ich hoffe, dass ich irgendwann mal auch wieder ein Video mache, wo ich ein Spiel gewinne und auch mit euch feiern kann nachher. Vielleicht klappt es ja die nächsten Male. Also, viel Glück euch in euren Pokalen und wir sehen uns bald wieder. Okay? Bis dann. Ciao, ciao.